So Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt mit Sarahs Papa in Sarahs Wohnung. Sie studiert ja in Bad Honnef und da hat sie eine Wohnung gemietet. Die haben die jetzt gekündigt, wegen der jetzigen Situation. Und wir gehen jetzt ausräumen. Hey Sarah! Hallo! Wie geht's, Meister? Gut. Gut. Wir müssen jetzt was machen? Wir gehen jetzt die Sachen von Sarahs Haus ausräumen. Genau. Yes. Let's go. Let's go, Party. Ja. Seine Playstation kommt. Ja! Hallo! Schau schnell auf deine Mail, meine Playstation kommt. Ja, meine kommt. Schau. So, wir sind jetzt da. Papa, bist du bereit? Ja? So. Hereinspazieren, bitteschön. Bitte, ne? Dankeschön. So. Hier ist ihre schöne kleine Wohnung. So. Ah, ich muss die Sachen einholen. So, pack erstmal die kleinen. Ich hole mal die kleinen da, Kisten nach. Da kommen Erinnerungen hoch. Warte. Ist das vermissen hier? Irgendwie dachte ich die ganze Zeit nein, aber jetzt bin ich irgendwie traurig. Ja, ne? Mhm. Ist schon schön hier eigentlich, gemütlich, ne? Ja. Haben jetzt alles weggeräumt, das, der Rest gehört alles hierher und die Klamotten nimmt dann Sarah irgendwann mit ihrer Mutter oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sind wir jetzt fertig und gehen. Okay, das meiste haben wir jetzt. Goodbye, Ma. Oh, mein Kopf juckt gerade voll. Sekunde. Wohin gehen wir jetzt, Madame? Maschallah. Wohin gehen wir jetzt? Wir fahren jetzt in die Stadt. Okay, und was machen wir in der Stadt? Einkaufen. Und was hast du die ganze Zeit gemacht? Geschlafen. Genau, wie immer. Wir sind in der persischen Mafia. Mein Vater ist der Boss. Wir kaufen für meine Tanten was. Weil ich habe was für meine Eltern geholt und jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich wollen wir Crepe essen? Ja, können wir auch. Outfit-Check. Bin ich dran? Outfit-Check. My beautiful boom man. So. You want some crap? Da habe ich eine Maske dabei. Weil du hast die, ich habe die schwarze ja nicht dabei. Die war ja dann doch dabei. Schäm dich. Wollen wir Crepe essen, Sarah? Komm. Crepe? Ja, ich habe Kleingeld. Nimm das, Kleingeld. Oh shit. Oh shit, guck mal. Guck mal, eins für dich, eins für mich. Yeah. Wow. Sind aber echt schön. Mm. Du bist so eine dicke Maus. Boah, noch voll gut. Echt? Mama, früher? Warte, ich glaube, es ist noch zu heiß für mich. Ja. Ist es heiß? Nee. Mm. Voll gut, ne? Boah. Eine der besten Crepes, die ich seit langem gegessen habe. Wieso ist das so lecker? Wieso ist das so lecker? Ja. Ich habe gerade 20 Minuten für eine Maske angestanden, aber ich habe dir auch was geholt. Echt? Was? Ja. Bis ja.
Wirkt gegen anhaltende Dummheit. Vollpfostenpille. Oh, Sarah, hast du Kinderdinger geholt? Entschuldigung. Du bist so hohl, ne? 20 Minuten für nichts einfach. Oh mein Gott, die werden wehtun. Geht's? Hast du's? Tut's weh? Ja. Leute, schaut mal. Sie hat einfach Kindermasken geholt, 20 Minuten angestellt, einfach für nichts. Komm doch. Leute, Sarah ist gerade so abgefuckt, weil ihre Maske weh tut. Die ist ja zu klein, das tut voll an den Ohren weh. Die hat keinen Bock mehr. Bist du aggro? Hast du keine Maske? Komm, ich. Leute, Dolly holt sich jetzt Wonder Waffle. Meine Ohren haben von der Maske so weh getan. Ich hab da gerade so Kratzwunden hinten. Was ist? Oh. Lecker schmecker. Willst du auch? Nochmal? Sie sagt immer zu allem nein, aber sobald ich esse, sie isst mit einfach. Ich mag das voll. Ich dachte, das nervt dich. Warum? Mag mal. Wir sind jetzt im Burgerista. Because Dolly is always hungry. Hallo. Oh, moderne Werbe. Alles nach hinten bitte. Bei dir alles automatisch. Automatisch, wisst ihr? Und ich musste mit dieser großen Wagen. Papa hat vergessen, Schaltung zu fahren. Die behält sie in der Hand. Ja. Okay, Leute, wir haben jetzt mit meinem Barentos gegessen. Wieso ist es so dumm? Ah. Und jetzt gehen wir in die Garage, um Bilder zu machen. Das ist der Safety. Ich will eine Überraschung machen, bevor er wegfährt, deswegen backe ich jetzt einen Kuchen. Dann kann ich dem was davon mitgeben. Kann ein bisschen im Zug knabbern. Okay, der Kuchen ist, glaube ich, fertig. Also, man hat alles auch noch nicht getan. Ich hatte jetzt noch 10 Minuten. Was würdest du in den 10 Minuten zu deinen Eltern sagen? Dass sie alles geschafft hat und jetzt ihr Leben lebt, wie sie es leben möchte. Hey! Mein Menge! Oh. Hallo! Der Kuchen ist für dich! Echt jetzt? Ja! Dankeschön! Ich hab mir gedacht, warum riecht das hier so gut? Das ist wie getrocknet, ist mein Handy drin. Sieht voll lecker aus! Ich freu mich! Erstmal essen, dann Kuchen! Komm, wir essen jetzt! Jetzt wird erstmal gegessen! So Leute, es ist Zeit zu gehen. Ich habe meine Sachen gepackt. Einmal hier. Wir haben jetzt noch was gegessen. Sarah hat mir einen Kuchen gebacken, die Maus. Weil ich musste schnell für den Vater was bringen. Und sie hat in der Zeit hat sie was für mich gebacken. Voll süß von ihr. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Wir haben es eilig. Wir müssen noch davor tanken gehen. Und ich hoffe, Sarah weint nicht diesmal. Wie lange werden wir uns jetzt nicht sehen? Maximal 2 Wochen. Gesprochen. Chicken wing, chicken wing, hot dog and bologna, chicken and macaroni, chilling with mom. Leute, ich muss euch was mitteilen. Es gab Höhen und Tiefen, schwierige Zeiten. Die haben wir zusammen durchgestanden. Nochmal schöne Grüße an dich, Sarah. Ich bin ja in Nürnberg.
Und ja, ich muss euch was Wichtiges zeigen. Und ihr sollt an, ihr nehmt ja unserem Leben mit teil. Und unsere privaten Sachen seht ihr auch mittlerweile. Deswegen will ich das euch jetzt zeigen. Und ja, Sarah, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich liebe dich, du weißt. Aber ab heute habe ich eine zweite Liebe. Und ich hoffe, du bist mir echt nicht böse. Ich liebe dich. Meine PlayStation ist da. Sie ist da! Oh! Leute, sie ist da. Mein Gott. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich liebe dich. Du bist so schön. Mein Gott, ich liebe dich, Schatz. Du bist so schön. Mein Gott, ist die schön.